Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben eine neue Mitteilung von Frontier bekommen. Und zwar wird es ein neues DLC geben, ein reines Tier-DLC. Und zwar das Südostasien-Pack. Ich bin hier gerade auf der Planet Zoo, auf der Forum-Seite, wo es das neue DLC geben wird. Oder wo es erstmal den Trailer zum neuen DLC geben wird. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ich werde euch jetzt erstmal erzählen, was für neue Tiere es gibt. Es wird keine neuen Sachen zum Bauen geben. Ich sag euch die Tiere, sage euch meine Meinung dazu und dann gucken wir uns nochmal den Trailer an, ganz einfach. So ein bisschen atmosphärisch, so entspannen, ich werde die Klappe halten. Wir gucken uns einfach den Trailer an und danach war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Video, weil es wird ja ganz offensichtlich die Tiere zu sehen geben. Und nicht keine neuen Bauobjekte. Das heißt, wir werden nicht rätseln. Vielleicht gucken wir mal gucken. Vielleicht finde ich auch noch im Nachhinein neue Beschäftigungsgegenstände für die Tiere. Vielleicht werde ich die dann auch nochmal anmerken, nochmal sagen, was ich da entdeckt habe. Aber sonst wäre es das halt am Ende nach dem Trailer. So, erstmal die neuen Tiere. Es kommt der Nebelparder. Es ist eine relativ kleine, trotzdem Großkatze. Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Er ist halt eine kleine Raubkatze. Ich kann euch meine Meinung dazu nicht sagen. An Nebelparder zum Beispiel habe ich nie gedacht, was Planet Zoo angeht. Nie. Deswegen, ja, machen wir einfach weiter. Dann kommt der Malaienbär hinein. Ich habe schon öfter mal Malaienbären in Real Life gesehen. Allerdings denke ich, Bären, danke Vogel, denke ich, Bären sind in dem Spiel halt schon sehr gut vertreten. Ich meine, es gibt Panda-Bär, Eisbär, Braunbär, Isabellbär, Schwarzbär. Wir haben 5 Bärenarten und wenn es um zum Beispiel rinderähnliche Tiere geht, haben wir nur den Wasserbüffel. Nur ein einziges Tier. Warum hauen die jetzt noch einen 6. Bär rein? Das ist so meine Meinung. Aber egal. Als drittes haben wir den Nasenaffen. Ein sehr, meiner Meinung nach, geiles Tier, auch wenn es halt auch wenn viele Leute drüber lachen werden über das Tier. Wegen der Nase, logischerweise. Trotzdem finde ich, wir brauchen mehr Primaten. Ich hätte zwar jetzt auch nicht an den Nasenaffen gedacht, sondern keine Ahnung. Man könnte auch mal ganz kleine Affen wie Schnurrbart-Tamarinen oder sowas reinbringen. Oder Pinselohräffchen könnte man reinbringen. Aber ich beschwere mich nicht, da ich persönlich mehr Primaten im Spiel haben möchte und Nasenaffe einer davon ist und ich auch persönlich Nasenaffen von der Färbung her sehr schön finde. Die Nase könnte jetzt ein bisschen anders sein, damit es ein schönes Tier, wirklich komplett schönes Tier ist, aber ja. Dann haben wir das Schabrackentapir oder das Malaientapir, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Ein in Zoos neben dem Tapir, das wir bereits besitzen, sehr verbreitet. Es ist halt in Zoos sehr verbreitet, vor allem das erste Mal habe ich es gesehen im Leipziger Zoo im Gondwanaland. Also die Tiere sind sehr schön. Ich meine, es ist zwar jetzt ein zweites Tapir, was eigentlich nicht so gebraucht wird. Vor allem das Lustige ist, heute kommt ihr das Announcement so, Tapir im neuen DLC. Und ich gucke bei den neuen Mods rein und sehe, oh, genau dasselbe Tapir. Also die Mod muss ich mir jetzt nie runterladen. Dann haben wir den Hirscheber. Ein Tier, was ich glaube im San Diego Zoo. Also ich war noch nicht im San Diego Zoo, aber von da kenne ich das. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich war auch schon mal in Zoos, die das hatten. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, hat Hagenbeck so ein Tier? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sehr interessante Schweineart vor allem, weil die in Real Life die Stoßzähne, die Hauer, die wachsen unendlich weiter und wenn man das nicht stutzt bei den männlichen Tieren, könnten die sich sogar in den Kopf reinbohren. Kleiner Fun Fact nebenbei. Dann haben wir als nächstes den Binturong. Ein Tier, woran man jetzt eigentlich auch nicht allzu
die eigentlich überhaupt nicht so denkt. Also ich glaube, viele wissen nicht mal, dass dieses Tier überhaupt existiert. Ja, ich diese deswegen auch wieder, was soll ich dazu sagen? Es ist sehr, sehr interessant, die Wahl. Ich habe da, um ehrlich zu sein, kein Problem mit. Ich habe, ja, eigentlich habe ich mit gar keinem Tier ein Problem, jetzt mal ganz im Ernst. Außer die bringen irgendwie Wespen und Mücken rein, also dann hätte ich vielleicht ein Problem damit, aber ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Egal, machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar haben wir als nächstes den Rothund. Ein Tier, was wir im Dresdner Zoo haben, also bei uns hier zu Hause. Deswegen kenne ich das sehr gut. Ich meine, ich war früher, als ich noch kleiner war, war der Dresdner Zoo mein zweites Zuhause. Das spielt mir, um ehrlich zu sein, auch in die Karten, weil ich habe vor, irgendwann mal den Dresdner Zoo nachzubauen. Und ich meine, umso mehr echte Tiere es gibt, umso weniger Mods ich benutzen muss, desto besser für mich persönlich, um ehrlich zu sein. Also obwohl das einzig Blöde am Dresdner Zoo ist halt der Innenbereich von den Rothunden. Du hast eine fette Hecke davor und wenn die nicht gestutzt ist, siehst du nichts und auch die Glasscheibe ist so eklig im Laufe der Jahre geworden, dass man halt auch so kaum durchschauen kann. Aber naja. Und wir haben noch ein Vivarientier, danke. Ich gucke zu viele englische YouTuber. Und zwar haben wir das große wandelnde Blatt. Wer Knossi guckt, kennt, gerne guckt, hat gesehen, wie er so ein, also versucht hat, das nachzustellen, dass wie er so ein Ding im Fernsehen frisst. Also man hat es ihm geglaubt, nachdem er dann auf Instagram halt gezeigt hat, dass das alles nur aus, was war's, aus Marzipan? Ja, irgendwie aus sowas war das Vieh, also das war fake. Aber man hat halt wirklich gedacht, er hat so ein Vieh gefressen. ja, so wandelndes Blatt, eigentlich in Deutschland auch sehr beliebt als Haustier. Ich finde es auch eigentlich sehr faszinierend. Ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch wieder nicht sagen. Ich würde sagen, gucken wir uns einfach nochmal den Trailer an und ja, freuen uns auf das neue DLC. So, wie ihr seht, am 30. März wird es erscheinen. Ich werde es mir logischerweise holen, wenn ich das Geld dafür habe. Das wird super. Ich werde es mir logischerweise holen. Ich hoffe, jawohl, wieso? Ich hoffe, ihr könnt es euch auch holen, logischerweise, eure Entscheidung. Ich freue mich auf alle Fälle sehr drauf. Ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo und Glocke. Und damit würde ich sagen, trotz dass das mal ein bisschen anders war mit dem Announcement-Trailer für das neue DLC, hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!